Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt gucken wir mal zuerst, was heute anliegt, und dann wird der Hund gestreichelt. Aha, Ginseng gesammelt, Fasane gehäutet, Geschäft in Blackwater besucht, Kohlkraben gerupft. Ah, Missionen mache ich ja nicht so gerne. Und Pferd aus einer Kutsche gesprungen. Okay, also da kann man heute relativ einfach abstauben. So, gesuchte Person lebendig fotografiert. Und West Elizabeth 2 abgegeben. Und eine schwierige machen wir nicht. Oh, große Tierkadaver gespendet. Da ist es wieder, ne? 20 Stück in 10 Minuten und an entfernten Käufer. Schnäpschen trinken, das kriege ich hin. Oh, plündern könnte man Glück haben. Und drei Tarotkarten. Eigenen. Oh, heute ist Sonntag, ne? Kann man anscheinend darf man ein bisschen mehr trinken. Bisschen tanzen und mit 5 Minuten Rest. Legendäre mit Pheromon und Zähigkeitstonika. Ja, dann werden wir mal als erstes den Hund streicheln hier. Das Wichtigste ist damit schon mal erledigt. Und dann düsen wir erstmal in die kalte Ecke. Dann kann das Tonika schon mal genommen werden. Da setzen wir vielleicht mal Südchen ab. Ne? Ja, wird ihm schon kalt. Und die Maske runter. Dann friert er schneller. So, derweil können wir hier gucken. Hier schon zufällig eine Tarotkarte liegt. Aber ich habe gehört, nächste Woche soll es ja auch kalt werden, ne? Also die Woche, die jetzt ab morgen startet. Irgendwas ist hier. Ja, da haben wir doch schon die erste. Oh, dann ist das ja hier quasi schon mal. Kann man sich schon mal an den Schnee gewöhnen. Da ist nix. Und hier ist auch nix. So, wann friert denn der Kerl endlich? Jetzt ist es soweit. Haben wir schon mal die Hälfte erledigt. Zurück. Und checken mal eben. Da ist es nämlich. Angehalten, dann bestellen wir die Vorräte. Dann kann der Kollege hier. Oh, da haben wir den ersten, den wir fotografieren können. Erstmal das Pferd füttern. Oben ist man ja lebendig, ne? Also dürfen wir den nicht umnieten hier. Oh, da war ein Pflänzchen. Wo sind die Jungs? Wo sind sie? Da hinten. Den falschen umlegen, der wäre es nämlich gewesen. Ja, muss man auch treffen.
Den schnell aufheben hier. Bevor der uns ertrinkt. Dann ist es nämlich vorbei mit lebendig fotografieren. So, Kamera raus. Die ist sowieso voll. Denke ich. Aber ist auch wurscht. Dann plündern wir hier den Kollegen. Vielleicht hat er ja was dabei. Sollen der Gegner plündern? Da ist es passiert. Und den nehmen wir uns auch noch vor. Oh, da war der Kolkrabe schon dran, dem brauchen wir heute auch. Dann wollen wir mal. Aber hier ist ein Pflänzchen. Wo ist das? Da. Wir haben Zeit. Checken wir mal, ob hier auch noch was ist. Jawohl. So schnell wird der Typ nicht flüchten, denke ich. Ja, da hört man schon wieder den Kompagnon. Aber jetzt geht's erstmal nach Strawberry. Dann schaffe ich heute vielleicht noch ein bisschen Story. Wir brauchen ja für Arthur immer noch einen Panther. Dass wir da mit der Tasche weiterkommen. Oh no. Dann könnten wir, glaube ich, jetzt... Oh, was haben wir hier? Ach, da. Armer Wolf. Aber die nächste Pfahlspitze. Ja, mal ein bisschen drauf achten, dass er sich hier nicht los... befreit. Kann ich ja nicht liegen lassen hier. Da ist es passiert, seht ihr? Das meine ich. Und jetzt hängt das Pferd fest. Das ist, wenn man zu lange braucht. Aber wenn das hier alles uns auf dem Weg dahin passiert, ne, und über den Weg läuft, da kann man ja nicht Nein sagen. Hier.
Well, you'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. Payment's here. Deep top. Jetzt gucken wir mal da oben hin. Manchmal ist da ja auch noch eine Karte. Oder hier. Oder hier. Haben wir die auch schon. Ist das hier oben die Münze? Nee, ist er nicht. Dann ist es hier oben, glaube ich, irgendein Schmuckstück. Ja. Ja gut, dem Truthahn ist aber auch nicht mehr zu helfen hier, oder? Ein Schmuckstück. Aha. Da ist hier nämlich auch noch was. Ja gut, das läuft ja heute. Noch eine. Hier mal gucken, da ist keine Karte. Oh, Straßensperre. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber wir sollen ja Gegner plündern. Gut, treffen hilft, ne? Irgendwann hat man den. Da hinten steht auch noch einer. So viel können es ja nicht mehr sein. Einer. Also finde ich, da ist das Scharfschützengewehr echt gut für, ne? Dass man so aus der Entfernung schon mal abräumt hier. Dann liegen die meist auch schön nah beieinander. Ist beim Plündern auch ganz angenehm. Ja? Ist nicht so viel laufen hier. Ist ja hier meist noch mal schwarzgebrannter drin. Und eine Taschenuhr. Und dann hatte ich gehofft. Oh, was haben wir hier? Taschenhörnchen. Nehmen
ich auch noch mit. Ich hatte an und für sich gehofft, dass hier eine Tarotkarte liegt. Dann müsste man eigentlich damit glatt sein, aber nein. Wo sitzt der Rabe? Hör den doch. Ah, das sind aber nur Amerika-Krähen hier, oder wie die heißen, ne? Ja. Aber auch die sind gut für die Tasche. Ja gut, Raben werden wir noch irgendwo genug finden, denke ich. Hier scheint heute nichts zu sein. Und da unten wohl auch nicht, oder? Nee, da leuchtet nichts. So. Dann checken wir mal eben. Okay. Da dürfen wir, müssen wir nichts herstellen. Dann können wir direkt die Reise antreten. Nix. Hier vibriert's und da müsste ein Ginseng stehen. Auch das fertig. Es gibt ja schon 0,15. I have finished this batch. We can sell it when you like it. Dann bringen wir mal mir ein. Fertig. Und weg damit. Oh, heute gibt's sogar mal Geld. Ah, I was wondering when you were going to get here. This is a good batch, of course. They are all good batches, but this one is superior, eh? I have found a buyer who will appreciate it. And most important, they will pay for it too. Now, all you have to do is to be attentif, eh? Senor. Oh, wenn der nicht so viel reden würde, wäre es noch besser. Ne? Aber nun gut. So, wo geht's hin? Schnell den Kinomodus an hier. Kinokameramodus. Denn wie mir berichtet wurde, wenn ich selbst einen getrunken habe, dann fährt der nicht direkt geradeaus. Ne? Und so, ja, hier quasi auf Autopilot. Da geht das.
Aber wer hat schon Bock auf Wagen fahren, ne? Ich nicht. Gar nichts machen wir hier, wir ziehen hier durch. Sie ein bisschen langsamer werden, aber dann immer wieder Gas. Ziehen wirklich erstmal einfach durch. Je weiter wir kommen, desto besser ist es. Jetzt hört man sie schon. Muss man eigentlich schneller sein, denn mir hat schon mal einer von diesen Kollegen hier den Wagen gesprengt. Aber ich finde, hier so geht's. Bei der Tour hier ist das relativ easy. Das deutlich. Haben wir mehr als ja 5 Minuten über hier. Ich habe gar nicht geguckt, war das heute überhaupt der Plan? Keine Ahnung mehr. Ja, da war es Restlaufzeit von 5 Minuten. Sind Taschentierchen, ne? Brauchen wir ja heute. Wo sind die denn da? Taschenwachteln hier, was ist das? Riesen, komm, was soll's denn? Fasane brauchen wir noch, ne? Kohlgraben. Mann, schneller mit der Knarre. Da. Ja klar. Ja, wir sind schon mal 2. Ja, kann sich nur um Stunden handeln. Dann erstmal zurück zur Schwarzbrennerei. Schmeißen jetzt den nächsten an. Ja gut, da haben wir jetzt keine Zeit für, ne? So eine Mission, da habe ich keinen Bock. Oh, Sarah,
I have some ideas. Noch kriegen wir hier Rabatt, weil wir ja vorhin die Straßensperre abgeräumt haben. Nein, das machen wir nicht, das ist zu teuer. Was ist das hier? Nee. Der Klassiker. Sehr agréable. Now we wait. Success! So, dann eigene Schnaps, eigene Schnapsfläschchen hier trinken. Halt, das ist da. Quatsch, da ist das. Wovon haben wir genug? Hier, Whisky. Was haben wir sonst noch im Plan für heute? Gut, Ginseng, Fasane, Geschäft in Blackwater, Kohlgraben. Das ist klar, ne? Ja, da warten wir ja einfach, bis er genug Platz hat. Nicht-Spielercharaktere und... Ach ja, getanzt. Das könnte man zum Schluss noch machen. Ja gut, das ist heute nicht so einfach. Wo ist mein Pferd? Da. Da hinten an diesen komischen alten Hütten noch ein bisschen Ginseng ist. Dann nehmen wir lieber direkt die richtige Knarre. Denn ab. Ich höre doch was. Das war nur ein Schwarzbärchen. Da ist auf jeden Fall noch ein Geier-Ei oder sowas. Bär könnte größer sein, oder? Wir sind Schwarzbär. Weg hier. Seng. Ne, verkommen lassen. Oh, Möhre können wir auch noch gebrauchen. Noch ein Ginseng. Mit dem Salbei. Dann haben wir hier noch ein Ginseng, seht ihr. Da wachsen hier genug von. Oder zumindest viele. Ob es gleich genug sind, sehen wir nachher. Salbei. Oh, Johannisbeeren brauchen wir auch noch. Jetzt noch ein so ein Ginseng. Oder?
ist nach unten. Sonst düsen wir jetzt erstmal eben zurück ins Lager. Checken mal eben, wie viel Platz da jetzt zum Spenden ist. Well, look who it is. We're well stocked for the time being. So 20 Stück war die Idee, ne? Guess beggars can't be choosers. Aber 6. Good stuff. 7. Anything's better than nothing. 11. Da oben seht ihr schon, ne? Das geht relativ schnell. Mit großen Tierchen spinnen ist hier nicht. 11 war ich, glaube ich, ne? 12. 13. That's top notch. 14. Good quality. 16. Okay, this'll have to do. Und jetzt 4 große Tiere. Ich glaube, das klappt gar nicht, ne? Hier hätte besser nur 14 gespendet. Wir können es ja mal versuchen. Oh, da haben wir den nächsten Kandidaten zum Fotografieren. Wir können es ja mal eben versuchen, den Wagen ranzupfeifen. Ich glaube nämlich, dass ich da... Wenn der mal anrückt. Ist er denn? Seht ihr das? Da ist mein Jagdwagen. Wollt ihr mich verarschen? Hier. Und jetzt fährt er hier rum. Ne, da bleibt er stehen. Da. Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kann ich eine Tour mit dem Wagen machen, oder was? Ja, sieh ja. Ja, richtig clever hier. Ich meine, gut, schöne Aussicht, aber... Ich muss selten noch einen Typen fotografieren. Die haben sie noch nicht alle hier. So. So, 4 Gabelböcke habe ich nämlich noch. I suppose this will do. Dann haben wir nämlich auch die großen Tierkadaver, schon mal 4 Stück. Und 20 insgesamt. Jawohl. Wenn wir jetzt den Wagen wieder wegschicken. Da ist es. Fahrzeuge im Besitz, Jagdwagen wegschicken. Wir können doch mal in Ruhe den Hund streicheln. Versuchen
versuchen, den nächsten zu fotografieren. Der andere flüchtet, deswegen können wir die jetzt leider nicht looten. Bisschen nervig, aber was soll's. Shit. This won't end well for you. Hellfire. Schnell ein Foto machen hier. Nach Strawberry mit dem Kerl. Dann gucken wir mal, ob das geklappt hat. Jawohl. God damn it. Always just my luck. Wenn er mir jetzt schon mal einen überziehen könnte, ne, damit er ruhig ist. Seht ihr jetzt, die Jungs, die wir da erledigt haben, die sind leider weg. Sonst hätten wir die looten können. Hätten vielleicht noch was gefunden. Nein, nicht zurück. Sie erledigen hier. Oh shit. Schöne das nicht, ich weiß. Und gleich noch zwei große Tiere jagen. Dann ist das mit dem Händler schon mal durch. Weil an entfernte Käufer verkaufe ich ja nicht. Mit so viel Fahrerei. Zeit für. Sonst befreit er sich hier nämlich auch noch. Da habe ich keinen Bock drauf. You dumb bastard. Throw him in the cell downstairs and we'll get to so. Here's what's yours. Oh, er friert. Wie gut ist das denn? Und dann können wir nämlich hier das schon mal erledigen. Und eben auf nach Blackwater. Wenn das von hier aus überhaupt geht. Ja. Thank you.
eben das Geschäft besuchen. Aber wir haben ja auch was zu verkaufen. Oder auch nicht. Irgendwie, jetzt hakt's. Oh nee. Oh, jetzt aber. Das kann weg. Und nee, das behalten wir mal. Die können auch weg, komm. Done. Thank you. Come again. Eben gucken, ob hier noch was liegt. Nein. Hier noch eine Schnapsbulle liegt. Auch nein. Reden wir jetzt die Heimreise an. Und jagen eben zwei große Tierchen. Fährt erst nicht aus den Socken, aber dann. Nee, das geht nicht. Oh, Moment mal. Tieren gehen sehen. Jawohl. Auch durch. Wir brauchen doch nur einen Gabelbock oder sowas. Das hier ist zu groß. Gut treffen ist natürlich Voraussetzung, ne? Nehme ich mal den mit. Ich habe keinen Bock, den anderen so weit zu ziehen. Da hinten könnte man natürlich richtig abräumen, ne? Da. Die Uhr. Ja. Müssen uns auch ranhalten. Das ist auch zu groß hier. Mein Gott, hier muss irgendwie ein Gabelbock oder was weiß ich was rumlaufen. Naja, natürlich nicht, wenn man sie braucht. Supplies are good. I'm a happy man. Das müssen wir überhaupt noch schaffen. Oh, drei? Ja gut, Naturkundler wird ja nichts. Schwarzbrenner wird ja, ja tanzen. Okay, eins, zwei. Ja gut. Entweder finden wir jetzt noch was. Oder wir fesseln noch einen. Dann mal eben 2 Minuten tanzen, das ist ja auch jetzt nicht so schwierig. Was haben wir da? Wapiti, das ist alles. Die verarschen mich hier. Das Spiel verarscht mich, finde ich. Da ist er. Für einen Dollar mache ich da eine Schnellreise. Welcome back. We're well stocked for the time being. Das auch schon mal erledigt.
finde ich denn jetzt noch so ein... Ich brauche doch eigentlich nur einen zum Fesseln. Einfach nur einen Flüchtigen. Oder hier mal eben schon mal eine Runde Gegner. Ja, jetzt sind hier die ganzen Gabelböcke. Kann ich auch irgendwie auf den Wagen springen oder so? Jetzt nicht drum kümmern hier. Ja, das war so. Das sind wir. Jetzt hier noch so ein Überfall. Jemand looten. Also ich gebe jetzt alles hier. Hier werden Raben, Kohlgraben satt. Das machen wir echt zum Schluss. Da wird uns schon noch einer beim Weg laufen. Jetzt erstmal eben mit dem Wagen durch. Oh. Oh, der ist immer noch ange... Der ist nicht gut drauf da hinten, so. Das ist doch gut, er lebt noch. Ach so, wenn ich den jetzt plündere und der was dabei hat, ne? Oder ist das hier etwa der Puma? Na, ist der Typ. Wenn er jetzt ein Sammlerstück gehabt hätte, wäre es ja ein Gegner gewesen, ne? Ich hoffe jetzt, dass hier hinten gleich der Flüchtige auftaucht. In dieser kleinen Brücke. Nee. Wie schlimmer, ja. Der komische Biber hier. Nee, das geht besser. Da, Pheromone. Sitzt da. Ja, wenn er da sitzt, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Da kriegen wir den nicht. Also das ist ja normaler. Da sitzt dieser komische. Und dann flitzt er hier ins Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da Bock drauf habe hier. Jetzt hin. Schade, schade. Ich dachte, hier wäre die flüchtige Person.
ist jetzt echt ärgerlich. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier noch was finden. Ich habe auch keinen Bock auf 2 Minuten tanzen, ne? Da hinten taucht schon mal eine gesuchte Person auf. Okay. Ein gesatteltes Pferd ganz allein unterwegs, das ist ja auch merkwürdig, oder? Da. Da war doch ein weißer Punkt, bin doch nicht bescheuert. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich kann es mir ja nochmal angucken. Aber ich... Da! Dann weiß ich es auch nicht. Ich habe keinen Bock, einen Steckbrief anzunehmen. Das können wir mal eben abgeben hier. Oh, da ist genau der, die das... was wir brauchen. Den Kohlgraben hole ich mir später. Jetzt wird erstmal, ich hoffe, lebendig fotografiert. Ich habe jetzt auch nicht den Falschen erschossen, oder? Nein. Das schon mal erledigt. Ja, bleib locker. Vielleicht hat hier noch einer was mit. Da ist es. 9 tägliche Rollenherausforderung erledigt. 045. Dann kann ich den ja doch noch in Ruhe zurückbringen. Wir haben alles geschafft, ohne tanzen. Und wie gesagt, der Kohlgrabe. Das kann ich nachher noch in Ruhe machen. Und jetzt, da oben steht es für mich jetzt angezeigt, 55 Minuten. Bei einer Stunde ist ja bekanntlich Schluss. I won't forget this, you piece of shit. Ja, bleib entspannt hier. Ah, wird knapp. Thank you.
Meine Güte. Now this. Ugly son of a bitch. Ja, wird aber gut gehen hier. Dann können wir noch eine Schnellreise machen zum Lager. Dann kann ich mich im echten Leben erstmal ums Essen kümmern. I'm getting tired of this. Throw him in the cell downstairs and we'll get to settling up. So. Go on. Geld verdient, Gold verdient. There. Good old-fashioned blood money. Und ab nach Hause. Jetzt geht der Schnellreiseposten nicht. Haben wir noch irgendwo jetzt einen Raben? Da kommen sie. Und dann denke ich, was haben wir noch? Fasane. Ja. Das schaffe ich nicht mehr in 2 Minuten. Aber ihr könnt schaffen. Und dann kann man die Fasane noch abziehen hier. Und dann könnt ihr noch die lustigen Missionen machen. Ich mach Schluss für heute. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.